Wir kommen so langsam schon zum Finale. Und davor wollte ich nochmal fragen, wie geht es jetzt gerade bei euch weiter? Woran arbeitet ihr? Was macht ihr? Andi, du vielleicht zuerst? Mein Plan ist jetzt nach 6 Jahren dann endlich mal das zweite Tim-Tim-Album fertig zu kriegen. Das musste halt immer hinter der Band stehen. Ansonsten Band spielen die Sommerfestivals und dann machen wir erstmal Urlaub und das ist so der nächste. Das heißt, gerade so eine Phase, wo die Band so weit immerhin auf Low läuft, dass du solche Sachen jetzt mal durchziehen kannst. Genau, das muss auch mal sein. Okay. Ja. Und ist dann schon klar, wo du die veröffentlichst und das Ganze drumrum oder ist. Ich habe so einen 10-Jahres-Deal bei Pitch Control. Den habe ich 2001 unterschrieben, habe da bis jetzt erst eine Single und ein Album und so eine 7-Inch gemacht. Also ich hätte jetzt noch ein paar, also bis 2011 Zeit, quasi das Album zu machen. Und das will ich auch nutzen, also die Chance. Und jetzt ist halt zum ersten Mal wirklich die Möglichkeit, dass ich das machen kann und nicht irgendwie dann das wieder mit der Band irgendwie kollidiert. Wenn man da jetzt mehr wissen will, gibt es da eine Adresse irgendwie so meinst du? Na, MySpace, TimTim, Landmarks Besides the Tracks heißt. Also am besten nach TimTim gucken. Bei MySpace, ansonsten auf der Pitch Control Seite gibt es auch Infos. Cool. Bei dir, Aki? Also, woran arbeitest du gerade? Also, Wilm, hast du ja schon gesagt, seid ihr gerade am Video drehen? Genau, sie ist gerade fertig. Und jetzt echt mal so ein bisschen Pause, das tut mir ganz gut. Okay. Und dann kommen die Sommerfestivals, das sind ganz schön viele. Mhm. Und dann kommt eigentlich direkt eine Herbsttour mit so 30 Daten. Und dann nochmal so eine Unplugged-Tour in so kleineren Theatern. Und dann ist auch schon Weihnachten, also so ist der Plan. Okay, cool.